Sich bewahrheitet, das Aus für die letzte Produktionsstätte der Austria Tabak in Heimburg ist fix. Die Schließung ist schrittweise bis 2012 geplant. Für Heimburg ist das ein großer Verlust. Immerhin hat das Werk die Stadtgemeinde seit Jahrzehnten geprägt. Seit über 200 Jahren gibt es die Austria Tabak in Österreich. Das Produktionswerk in Heimburg gibt es schon seit der Gründung des ehemaligen Monopolunternehmens im Jahr 1784. Die letzten Entwicklungen auf dem Tabakmarkt haben für das ausgesorgt. Wir haben heute drei Phänomene, die eben so massiv seit der Bankenkrise 2009 auftreten. Das eine ist, es wird immer weniger geraucht. Das, was geraucht wird, wird zunehmend geschmuggelt und ist dann auch noch zunehmend gefälscht. Und das trifft in ganz Europa zu und damit sind zu wenig Kapazitäten für die Produktion in Österreich vorhanden. Die Mitarbeiter müssen zum Teil schon Ende dieses Sommers gehen, mit Beginn des Produktionsrückgangs. Mit Hilfe eines Sozialplans soll für deren berufliche Zukunft gesorgt werden. Wir müssen gemeinsam mit dem Betriebsrat schauen, dass wir Pakete schnüren, wie zum Beispiel einen Sozialplan, wie Arbeitsstiftungen, wie auch persönliche Beratung und eingehen auf die individuelle Situation. Für die Mitarbeiter war es ein Schock, als sie heute Vormittag die Nachricht von der endgültigen Schließung erhalten haben. Man kann die Gefühle da in dem Moment gar nicht beschreiben, sage ich jetzt einmal nicht. Da weiß man nicht, was man denken soll in diesem Moment, nicht? Wo man diese Botschaft kriegt. Für Heimburg ist die Schließung nicht nur ein großer wirtschaftlicher Verlust. Als Arbeitgeber hat die Zigarettenproduktion auch für die Sicherheit vieler Heimburger gesorgt. Das bedeutet natürlich für jüngere Familien, die hier ihre Existenz aufgebaut haben und auch immer aufbauen, natürlich ist das für diese Familien eine Katastrophe. Viele Heimburger, ja, sehr viele werden da betroffen sein. Ja, ich bin irgendwie geschockt, weil ich viele Leute kenne natürlich, die da drinnen, also in dem Betrieb arbeiten, in der GTI. Jahrzehntelang hat die Austria Tabak die Stadtgemeinde geprägt. Jetzt muss Österreichs letzte Zigarettenproduktion in Heimburg geschlossen werden. Auf diese Schließungspläne gibt es auch schon zahlreiche Reaktionen aus der Politik. So fordert etwa Landeshauptmann, Stellvertreter und Obmann des NÖAAB, Wolfgang Sobotka, dass es kein Drüberfahren über die Mitarbeiter geben dürfe. Landeshauptmann, Stellvertreter Josef Leitner von der SPÖ spricht wörtlich von einem Paradebeispiel für die negativen Folgen von Privatisierungspolitik. Und die Arbeiterkammer Niederösterreich will ganz genau verfolgen, ob die Eigentümer